Hallo meine Freunde des erhöhten Pulses. Ich bin zurück und habe zu berichten. Und zwar Extremes. Heute gibt es einen kurzen Urlaubsbericht und ab morgen gibt es wieder jeden Tag ein Video im ganz normalen Rhythmus. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, lass mir jetzt ein kostenloses Abo da, damit du kein zukünftiges Video mehr verpasst. Aktiviere auch die Glocke, damit du auch informiert wirst, wenn ich etwas hochlade. Denn ich hatte in der Woche, wo ich im Urlaub war, sagen wir mal ein möglicherweise Eingriff von YouTube, der meine Sichtbarkeit bzw. die Reichweite deutlich eingeschränkt hat. Kann man deutlich bei mir erkennen in den Statistiken. Tja, macht man leider gar nichts. Es ist so, das letzte Video ist schon wieder ein bisschen besser angekommen. Ich hoffe, dass es jetzt wieder bergauf geht und ich mache einfach weiter. Ihr habt es im Thumbnail schon gelesen. Ich wurde heimtückisch attackiert. Aber nicht nur ich, sondern die gesamte Reisegruppe. Dazu erzähle ich euch am Ende des Videos noch was. Ich kann euch auf jeden Fall nur sagen, was ist bitte los in Deutschland? Ich war eine Woche nicht da und es rastet alles aus. Wir hatten die EU-Wahlen. Wir hatten die ganzen weiteren, sagen wir mal, Messerbereicherungstaten. Wir hatten Frankreich. Wir hatten den Scholz. Wir hatten die ganzen Analysen aus den Wahlergebnissen der Europawahl. Wir hatten jetzt die EM. Wir hatten die Skandale, die darum passiert sind. Wir hatten so viele Themen. Schreibt mir in die Kommentare, welche ihr davon näher beleuchtet haben wollt. Ich werde sonst einfach weiter mit den aktuellen Taten machen. Und ich kann euch nur sagen, ich bin nach Deutschland heute wieder eingereist und es ist verwunderlich, was auf einmal alles so möglich ist, wenn hier eine Europameisterschaft stattfindet und hier für Sicherheit gesorgt werden muss. Ich bin heute aus dem Flugzeug ausgestiegen und noch auf der Brücke kamen wir zum Stehen. Als wir dann immer weiter die Brücke fortschreiten durften, alles in sehr gemächlichem Tempo, haben wir gesehen, was denn diesen Stau auf der Brücke verursacht hat. Und zwar, wir kamen aus dem Flugzeug heraus und das allererste, was wir begrüßen durften, waren 4 uniformierte Bundespolizisten. Die haben jeden kontrolliert. Jeden, der aus dem Flugzeug gestiegen ist, noch vor der Zollkontrolle, noch bevor man richtig im Flughafen angekommen ist. Das fand ich doch sehr erschreckend. Warum passiert so etwas immer erst dann, wenn beispielsweise eine Europameisterschaft in unserem eigenen Land stattfindet? Vernünftig zu kontrollieren und hart die Leute zu bestrafen, bei denen man etwas findet, das sollte jederzeit so sein. Ich habe natürlich auch am Flughafen direkt einen Pieper ausgelöst und dann wurde ich direkt auf gewisse Substanzen kontrolliert, beziehungsweise es könnte auch auf explosive Substanzen gewesen sein. Da wurden einfach nur so Abstriche an den Fingern gemacht, am Bauch und in den Taschen, aber da ist natürlich nichts gefunden worden und dementsprechend konnte ich dann einfach weitergehen. Ich gehe davon aus, es war ganz normaler Routinecheck. Ich kann euch nur sagen, in Griechenland fühle ich mich persönlich sehr wohl. Wir waren dort auf einer Insel und ich habe in der ganzen Zeit lang genau 3 Polizeiwagen gesehen. Es war super, super sicher. Ich habe mich zu keiner Zeit irgendwie unsicher gefühlt und habe dann auch mal gegoogelt, ist es denn normal? Wie ist denn die Kriminalität auf dieser Insel? Und dort wurde mir dann auch bestätigt, dass es eine der niedrigsten Kriminalitäten überhaupt gibt. Alles ist dort kameraüberwacht in den Läden und dort wird wahrscheinlich auch hart gegen Straftäter vorgegangen. Ganz anders wie hier in Deutschland. Und jetzt wollt ihr natürlich auch noch wissen, was mir denn widerfahren ist. Das möchte ich euch doch gerne erzählen. Und zwar wurde ich hinterhältig von der Sonne so hart verbrannt, bei 40 Grad im Schatten. Ich habe Verbrennungen zweiten Grades auf der Schulter mit so schönen Wasserblasen. Ich kann euch sagen, das macht absolut keinen Spaß. Indien. Es ist viel zu heiß. In dem Land Indien ist es im Frühling immer heiß. Aber jetzt gerade ist es richtig schlimm heiß. Da wir uns dort sicher gefühlt haben, wurden wir natürlich nicht heimtückisch von einem Menschen angegriffen, sondern es war in Anführungszeichen nur die Sonne. Und ich kann euch sagen, die Hitze dort unerträglich. 40 Grad im Schatten und dann überall nur Steine, wenig Schatten. Ich sag euch eins, wir sind nach Deutschland zurückgekommen, jetzt direkt geregnet, man hat sich direkt heimisch gefühlt. Tja, das war so ein wirklich warmer, aber trotzdem auch erholsamer und auch mal eine Woche abschaltender Urlaub von YouTube. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann bald auf meinem Kanal wiederhören und wir hier gemeinsam zusammen neue
Videos gestalten und du mich gerne auf diesem Weg begleitest. Wir haben gleich noch eine Bienenfrage und dann hören wir uns im morgigen Video wieder. Bis dahin, euer Marvin, ciao. Und schreibt mir gerne noch in die Kommentare, welches Thema ihr für morgen wünscht. Sonst mache ich ganz normal weiter mit dem, was aktuell im besten Deutschland aller Zeiten so. Die heutige Bienenfrage beschäftigt sich mit dem Thema, wie wird Met hergestellt? Jeder von euch kennt wahrscheinlich Honigwein, sogenannter Met. Inhaltsstoffe sind Wasser, Hefe und Honig. Je mehr Honig ihr dem Met hinzufügt, wenn ihr ihn produzieren möchtet, desto mehr Restzucker habt ihr am Ende nach der Gärung. Damit könnt ihr quasi die süße Stufe eures Metes selber regulieren. Heißt, sehr viel Honig im Met ist besonders süß. Sehr wenig Honig ist eher trocken oder halbtrocken. Das ist auch bei vielen Herstellern von Met so ein Sparaspekt, wo dann halt gespart wird, weil der Honig ist einfach das teuerste bei der Metherstellung an sich. Also man packt dann beispielsweise, so mache ich es, ich nehme ein 30 Liter Gärfass, nutze Portweinhefe, die ist besonders alkoholtolerant, nehme auf dieses 30 Liter Fass 12,5 Kilogramm Honig, fülle das alles mit Wasser auf, vermische das gut, gebe dann die Hefe hinzu und lasse das Ganze für 2 Monate stehen. Es kommt halt immer drauf an, wie viel man das Ganze noch rührt, damit die Hefe auch sich schön da durcharbeiten kann. Und dann arbeitet die Hefe. Die Hefe setzt quasi als Pilz Zucker um in 2 verschiedene andere Stoffe. Einmal in ein Gas, was halt entweichen muss nach oben, und Alkohol. Der Alkohol ist für euch das Interessante und das Gas ist für euch sehr interessant, deshalb müssen sogenannte Gärspulen auf dem Metfass drauf sein, damit das Ganze entweichen kann, weil sonst fliegt euch das Ding komplett um die Ohren. Solltet ihr dort noch weitere Fragen zu Met haben, kann ich da gerne mal noch mehr zu sagen, wenn ihr mir genauere Fragen in die Kommentare stellt. Met ist auch etwas, was es schon super, super lange gibt, weil es einfach extrem einfach herzustellen ist. Wie gesagt, diese 3 Sachen gab es auch schon in der Antike und dementsprechend wurde dort auch schon Honigwein hergestellt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, könnt ihr mir gerne ein kostenloses Abo dalassen oder meinen Kanal finanziell über eine Mitgliedschaft unterstützen. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal, euer Marvin. Ciao!